Bevor wir uns auf die Reise zum Fort Amber machen, wird erst einmal in unserem Hotel Clarks am Meer ausgiebig gefrühstückt. An der Rezeption vorbei geht es in den Speisesaal. Hier erwarten uns keine Touristen, aber ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Es kann losgehen, Fort Amber wartet auf uns. Ein Überblick über die gewaltige Anlage von Fort Amber. Eine echte Kobra. Scheinbar habe ich die Kobra mit meinem Flötenspiel eingeschläfert. Weiter nicht den Mund nehmen. Um nach Fort Amber zu gelangen, bedient man sich des Elefanten. Hey. Hallo. Hallo. Excuse me. Es erwartet uns nicht nur ein äußerst holpriger und wackeliger Elefantenritt, sondern den ganzen Weg entlang eine Meute von Straßenhändlern. Wow, das ist ja wie ein Seekrab. Ich habe nicht gerade im Touristenzentrum das gemacht. Ja, das ist wohl. Ich muss voll aufpassen, dass man nicht runterrutscht. Sitze ein bisschen hintere. Fort Amber liegt ca. 11 Kilometer nördlich von Jaipur. Die Festung Amber hat ihren Namen nach der Göttin Amber Mata, Mutter der Erde. Amber wurde unter Maharaja Man Singh, einem Alliierten des großen Mogulkaisers Akbar, im Jahre 1592 erbaut. Bis zur Gründung von Jaipur am Anfang des 18. Jahrhunderts war Amber die Hauptstadt der Kachwaha Rajputen. Die Residenz von Amber selbst ist ein Zeugnis der kunstvollen Rajputen-Architektur. Wir sind heil und gesund angekommen und bestaunen nun den großen ersten Hof von Fort Amber. Mondtor. Und Sonnentor, wo der Maharaja reinkommt. Beste Freundin mit bester Frau. Ja. Und diese Halle oder diese Courtyard heißt Diwane Am. Zum Beispiel die alle lokalen Leute hatten ein Problem, dann diese Leute konnten einfach hier kommen, zum Beispiel zu ihrem Problem direkt König zu erzählen. Und Maharaja hat ganz hier zwischen gesessen und er hat zum Beispiel alle Probleme von diesen lokalen Leuten können. Und alle lokalen Leute könnten, nur lokale Leute könnten hier kommen. Deswegen Diwane Am. Diwane Am bedeutet lokale Leute, normale Sache oder normale Leute. Dafür können wir sagen, das ist auch wie ein kleiner Gericht. Hinter dem Ganesh-Pool, dem pastellfarben bemalten Tor mit dem elefantenköpfigen, glückbringenden Gott Ganesha, liegen die Privatgemächer des Maharajas. Der elefantenköpfige Ganesha. Von diesem Fenster aus wurde ein siegreicher Maharaja von den Frauen mit Blumen beworfen. Die königliche Küche.
Wir schreiten nun durch das Tor und finden eine fantastische Steinmetzarbeit vor. Das ist ganz nur ein Stück und dann würde hier dieses Steinmetz arbeiten. Zum Beispiel erst einmal die Schlange, die Cobra. Ah ja. Dann Düsseln. Und die zum Beispiel in der Schwanz von den Löwe. Ja. Und das ist Blumen. Lotusblumen. Wenn das zum Beispiel Skorpio. Aha, das ist schön. Über hier diese Steinmetzarbeit. Das ist Butterfly. Das ist elegant. Und das ist nur ein Butterfly. Wenn wir zum Beispiel hier, wie eine diese Ente und so hier. Und diese, wo wir hier sind, diese Teile oder so, Divanekas. Divanekas, was bedeutet Divanekas? Divanekas bedeutet nicht nur lokale Leute, sondern viele Mal, Maharaja hat selbst viele Probleme, zum Beispiel mit anderen Land oder mit Engländern oder mit diesem Mughal-Kaiser. Deswegen, wenn diese würde hier einen Krieg geführt, dann Maharaja hat immer mit Maharaja von anderen Land und mit Minister ein Wichtiger getroffen hier. Mhm. Aber hier dürften nur diese Minister und König von anderen Land könnten hier kommen und dann könnten diese Leute mit Maharaja treffen und über ein wichtiges Thema diskutieren. Dieser Teil heißt auch zum Beispiel Spiegelpalast oder so. Spiegelpalast, an den Wand viele Spiegel, kleine und große. Und diese Spiegel aus Belgien gekauft. Nicht von hier, weil in Belgien, es wird gesagt, dass in Belgien gute Qualität diese Spiegel gibt. Deswegen. Und im Winterzeit, Maharaja könnte mit seinen Frauen hier schlafen. In diesem, das war ein Schlafzimmer, aber nur im Winterzeit. Nicht im Sommerzeit oder so, nur im Winterzeit würde hier geschlafen, immer. Und in der Nacht, wenn wir zum Beispiel, aber heutzutage dürfen wir nicht, aber früher würde, wenn eine Öllampe geleuchtet, dann diese alle Spiegel wie ein Diamant geleuchtet. Und Maharaja und Maharani hat immer hier gebadet sich. Und zum Beispiel in Sommerzeit, im Winterzeit gibt es sehr kalt heutzutage auch. Dann zum Beispiel hier würde erst einmal das Wasser hier zum Beispiel ganz heiß geworden, zum Beispiel hier. Und dann diese Einmischung, diese Stimme kommt hier. Von diesem ein spektakulärer Garten mit dem Namen Kesar Kachari Bagh. Die Gärten werden unterteilt durch Kuppeln und gitterartig durchbrochenem Filigranwerk aus Marmor. Über Fort Amba thront das Chaigar vor. Es beherbergte einst die Schatzkammer der Kachava-Rajputen. Und die Frauen konnten von hier die Blumen auf den Kopf von Maharaja geworfen. Aber nur wenn Maharaja hat einen Krieg gewonnen. Wenn ein Krieg verloren, dann kein Blumen, nur Schlangen. Hier kann man ausgeklügelte Klimatechnik bewundern. Kalte Luft und so, am Abend und im Frühmorgen, dann wie alle Leute könnten hier einfach schlafen. Zum Beispiel in einem Bett wie diesen. Im unteren und ältesten Teil der Anlage befinden sich die 12 getrennten Wohnungen für die 12 Frauen des Maharajas. An jeder Seite des Vierecks brachte er 3 Wohnungen an und erreichte so, dass sich die Frauen nur am Gemeinschaftsplatz gegenseitig sahen. Mach
Maharani könnte hier kommen am Abend und zum Beispiel die Maharani könnte hier tanzen. Das gesamte obere Stockwerk war dem Maharaja vorbehalten. Um Zwist unter den Frauen zu vermeiden, führten von hier 12 versteckte Treppen in die einzelnen Wohnungen. So wusste keine der Frauen, welche gerade in der Gunst des Maharajas stand. Unser Rundgang durch Fort Amber ist beendet. Noch ein Blick über die Stadt Amber. Unser Rückweg nach Jaipur führt uns am Chal Mahal, dem Wasserschloss von Jaipur, vorbei. Das Wasserschloss ist seit einigen Jahren geschlossen und wird wahrscheinlich demnächst renoviert. Ein paar Fotos und schon reisen wir weiter.